Ja, hallo, der Frieden sei mit euch. Shalom, seid gesegnet, liebe Zuschauer. Ja, es gibt etwas Neues von Emmanuel Macron. Ja, er ist auch einer dieser Kandidaten für den Antichristen. Ja, er hat schon so etwas im Namen, nämlich Emmanuel, das heißt Gott mit uns, ist schon im Alten Testament erwähnt worden als Zeichen für das Erscheinen Jesu Christi. Und wurde dann auch noch im Neuen Testament dann zur Geburt Jesu Christi bestätigt, dieser Name Emmanuel. Ja? Ja, wir schauen mal. Es gibt eine neue Nachricht diesbezüglich. Und zwar steht das auf einer Seite, die heißt Now the End Begins, also nun beginnt das Ende. Und ja, hier werden halt viele Endzeit-Nachrichten gepostet in Englisch. Und ja, hier gibt es jetzt diese Meldung von Emmanuel Macron, einer der Kandidaten für den Antichristen. Ja, ob er es ist, wissen wir nicht. Ich weiß es nicht, kann es nicht sagen, aber es ist trotzdem interessant. Wir schauen mal, was hier steht. Warum hat Emmanuel Macron gerade ein überraschend leidenschaftliches Plädoyer für die Juden gehalten, um die Kontrolle über den Tempelberg in Jerusalem zu behalten? Emmanuel Macron hält eine feurige Rede, in der französische Premierminister die Juden auffordert, die Kontrolle über den Tempelberg in Jerusalem zu behalten. Da Emmanuel Macron, der von der russischen Invasion in der Ukraine betroffen ist, seine Rede vor dem repräsentativen Rat der jüdischen Institutionen in Frankreich absagen musste, ließ er sie vom französischen Premierminister Jean Castex. Und hier schreibt der Autor, achten Sie auf Wörter, die mit X enden. Von diesem ließ er das halten. Beim Verlesen der von Macron verfassten Worte hielt Castex ein flammendes Plädoyer dafür, dass die Juden die Kontrolle über den Tempelberg in Israel behalten sollten. Warum sollte er das tun? Weil er ihn braucht, damit er ihn den Juden wegnehmen kann. Und dann hier ein Bibelzitat Matthäus 24, 15 bis 16. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem der Prophet Daniel geredet hat, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, wird es verstehen. Dann sollen die, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Ja, hier dieses Zitat. Ja, das ist eben der Gräuel der Verwüstung, der aufgestellt wird auf dem Tempelberg, wenn der Antichrist sich also in diesen Tempel hineinsetzt, in den neuen. Wir lesen weiter. Vielleicht ist Emmanuel Macron der biblische Mann der Sünde, vielleicht aber auch nicht. Aber eines ist sicher: Wer auch immer der biblische Antichrist sein wird, er wird ein großes Interesse daran haben, dass die Juden und der Tempelberg auf unerklärliche Weise miteinander verbunden sind, weil er sonst die Dinge nicht erreichen kann, von denen die Bibel sagt, dass er sie erreichen wird. Der Antichrist nimmt den Juden Jerusalem in dem Moment weg, in dem er im wiederaufgebauten Tempel aufsteht. Wenn die Juden keinen wiederaufgebauten Tempel haben, kann er es nicht tun. Verstehen Sie, was ich meine, sagt hier der Autor. Der Antichrist wird nicht zulassen, dass irgendjemand die Juden die Kontrolle über Israel, Jerusalem oder den Tempelberg wegnimmt, denn er muss den Spaß haben, es selbst zu tun. Er, der Antichrist, ja. Spaß in Anführungsstrichen. Ja. Frankreichs Emmanuel Macron spricht sich für die jüdische Kontrolle des Tempelbergs in Jerusalem aus. Aus der Jerusalem Post. Am vergangenen Wochenende fand das jährliche Abendessen des repräsentativen Rates der jüdischen Institutionen in Frankreich, CRIF, statt. Premierminister Jean Castex wurde gebeten, seine Rede anstelle von Präsident Macron zu halten.
der aufgrund eines wichtigen Termins kurzfristig absagte. In einer nicht alltäglichen Weise verlas er die Rede des Präsidenten selbst. Wie Sie bin auch ich besorgt über die Resolution der Vereinten Nationen zu Jerusalem, mit der die jüdische Terminologie weiterhin absichtlich und entgegen allen Beweisen vom Tempelberg entfernt werden soll. Sie wissen, wie sehr ich mit Jerusalem verbunden bin, denn ich war mehrmals dort, als ich Präsident war oder bevor ich es wurde. Jerusalem ist die ewige Hauptstadt des jüdischen Volkes. Das habe ich immer wieder betont. Das schließt keineswegs aus, die Verbundenheit anderer Religionen mit dieser Stadt anzuerkennen und zu respektieren. Und in diesem Sinne bin ich selbst im Jahre 2020 durch die Altstadt gegangen und habe alle heiligen Stätten besucht. Die Auslöschung der Jüdischkeit Jerusalems ist inakzeptabel. Ebenso wie es inakzeptabel ist, dass Verbände im Namen des gerechten Kampfes für die Freiheit historisch beschämende Begriffe missbrauchen, um den Staat Israel zu beschreiben, sagte Castex. Er fügte hinzu, wo alle Bürger unabhängig von ihrer Religion verstanden haben, dass ihre einzige Hoffnung der gemeinsame Frieden ist. Wenn sie denn rufen, Frieden und Sicherheit, ich werfe das nur kurz ein, ja, dann wird ein großes Verderben über sie kommen. Ja, das ist ein weltlicher Friede. Ja, der Antichrist wird einen weltlichen Frieden ausrufen. Ja, aber Jesus gibt uns den Frieden, aber nicht den der Welt. Ja, weil wir nicht von dieser Welt sind. So, weiter heißt es. Vereinigungen, die behaupten, das Ziel des Friedens zu verfolgen, können nicht behaupten, ihre Berufung zu erfüllen, indem sie solche Unwahrheiten behaupten. Wie können wir es wagen, in einem Staat, in dem arabische Bürger in der Regierung, im Parlament, in Führungspositionen und in verantwortlichen Positionen vertreten sind, von Apartheid zu sprechen? Castex fügte im Namen des Präsidenten hinzu, wie ich Ihnen versprochen habe, hat die Republik die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance übernommen. Ja, der Kampf gegen den Antisemitismus, Entschuldigung, ist europäisch, sagte er, und dies habe ich am 27. Januar anlässlich des Internationalen Tages zum Gedenken an die Opfer des Holocaust gesagt. Frankreich hat den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zu einer seiner wichtigsten Prioritäten während seiner Präsidentschaft in der Europäischen Union gemacht. Der Kampf ist und bleibt natürlich ein nationaler Kampf. Frankreich, das die größte jüdische Gemeinschaft in Europa beherbergt, muss den Weg wissen und weisen. Ja, okay. Emmanuel Macron, wie gesagt, wir wissen nicht, es ist ein Kandidat und er spricht hier den Tempelberg an und das ist eben sehr wichtig, wie ich finde. Und dann schauen wir mal in einen etwas älteren Beitrag von 2019. Und zwar heißt es hier in Call Live, hier sehen wir ja Emmanuel Macron mit einem Button hier, mit dem Davidstern und einem offensichtlich orthodoxen Juden. Und wir wollen das kurz auflösen. Hier steht der Pariser Schliach Rabbi Mendel Azimov erzählte Call Live, dass er mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über den Anstieg des Antisemitismus im Land gesprochen hat. Wie gesagt, eine Meldung von 20. Februar 2019. Und interessant ist hier noch, hier unten dieser Absatz,
Hier heißt es, während des Abends wurde Macron gesehen, wie er mit Rabbi Mendel Azimov, einem Chabad-Schliach und Direktor des Bet Lubavitch, das die Chabad-Zentren in Paris leitet, ein paar Worte wechselte. Ja, also offensichtlich gibt es hier eine Verbindung zwischen Emmanuel Macron und einer Gruppe orthodoxer Juden, die sich nennt Chabad-Lubavitch. Und darauf werde ich auch noch in einem meiner nächsten Videos zu sprechen kommen. Das ist sehr wichtig. Ja, das zu diesem Thema hier. Emmanuel Macron und erwähnt den Tempelberg, dass es eben wichtig ist für Jerusalem, für die Juden, für Israel und was er nicht erwähnt, natürlich für den Antichristen. Ja. Und ja, was haben wir noch für eine Meldung? Und zwar aktuell zum Kriegsgeschehen, denn wir wissen ja, am Ende der Zeiten heißt es, wir werden von Kriegen hören und wir werden von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wir haben inzwischen den Krieg in der Ukraine und im Schatten dessen haben wir hier eine Meldung von Wochenblick.at. Hier heißt es, droht der nächste Krieg. China schickt Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge nach Taiwan. Ja. Im Schatten des Ukraine-Krieges startet China erneut militärische Manöver gegen Taiwan. Die Luftwaffe Taiwans hat am Donnerstag einen Einsatz geflogen, weil 9 chinesische Flugzeuge in die Luftverteidigungszone eingedrungen waren. Wie das taiwanesische Verteidigungsministerium mitteilte, Medienberichte zufolge sind auch chinesische Kriegsschiffe in die Hoheitsgewässer der Insel eingedrungen. Ja. Also auch dieser Kriegsherd, ja, hier verschärft man die Spannung. Ja, wer jetzt noch meint, dass die Bibel ein Märchenbuch ist, da weiß ich auch nicht. Diese Dinge hier werden geschehen. Und ja, es ist nicht mehr viel Zeit. Die Gnadenzeit läuft ab. Gott wird sich Israel zuwenden. Es wird diesen Gog-Magog-Krieg geben. Und für alle, die noch nicht den Frieden mit Gott gefunden haben, es wird jetzt Zeit. Die Zeit der Gnade geht zu Ende. Es wird eine riesengroße Drangsal kommen, eine Drangsal, eine schlimme Zeit, wie es nie zuvor gewesen ist. So steht es auch geschrieben in der Schrift. Und auch nie wieder geben wird. Und das ist eben nicht zu überstehen. Und das ist eben der Zorn Gottes, der sich hier ausschütten wird und wo der Antichrist eben sein Wirken hat. Kehrt um, tut Buße, kommt zu Jesus Christus, kommt zu Gott Vater durch Jesus Christus. Ja, er hat sich geopfert für unsere Sünden, erkennt, dass wir alle Sünder sind. Das müssen wir zuerst erkennen. Vor Gott sind wir alle Sünder seit Adam. Wir alle schleppen den Adam mit uns, ja, den Sündenfall, nämlich, dass wir gar nichts mit Gott zu tun haben wollen und oder vielleicht andere Götter. Das Universum, den Sonnenkult und was es alles gibt, ja, die Esoterik, okkulte Dinge, dass wir Statuen anbeten, dass wir räuchern auf Höhen, auf Bergen, auf Hügeln, unter Bäumen, ja, diese Dinge. Wir haben uns abgewandt von unserem Schöpfer durch den Sündenfall und das ist bis heute so. Jeder Mensch trägt das in sich, ne? Und darum musste Gott sich selber opfern, weil auf der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, ja, der fleischliche, physische Tod. Und er hat das vollbracht für uns. Aus Gnade und Barmherzigkeit hat er das für uns getan. Wir müssen ihn einzig und allein annehmen, dieses Opfer, das Gott sich selbst geopfert hat für uns. Und das hat er getan für unser ewiges Leben. Ja, und so wird er uns auch vor der Drangsal erretten, wenn wir mit ganzem Herzen glauben, dass er für uns gestorben ist und am dritten Tage wieder auferstanden ist von den Toten. Ja, soweit die aktuellen Nachrichten dazu und wenn es etwas Neues gibt, werde ich mich auf jeden Fall wieder melden. Seid gesegnet. Shalom.